Ja, willkommen hier zu dieser Episode. Mein Name ist Bastian und in diesem kleinen Film will ich reden über die drei Fragen, die ich habe, die sich mir stellen zum Fall RR, Vermisstenfall. Die 15-jährige RR ist verschwunden seit mittlerweile 3 Wochen. Wir schreiben gerade aktuell den 13. März 2019 und sie ist seit mehreren Wochen spurlos verschwunden. Und ich nehme an, dass sie alle in dem Fall einigermaßen eingearbeitet seid, wenn ihr dieses Video anklickt. Deswegen will ich das nicht alles rekapitulieren, sondern direkt überspringen. Zu Beginn noch ein kurzer Hinweis, dass ich keinen Namen nennen werde, also sowohl den Namen der Vermissten nicht, als auch den Namen des Tatverdächtigen nicht. Ich werde keine Fotos oder so zeigen. Das ist so ein bisschen Respekt vor den Angehörigen. Ich werde es in den Videotitel schreiben, in die Beschreibung, damit das Video auch gefunden wird. Aber sonst werde ich das hier in diesem Video nicht machen, sondern alles jeweils abkürzen. Okay, starten wir mit dem ersten Ding, was sich mir nicht ganz erschließt. Sind die Ermittler im Besitz des Smartphones der Vermissten oder nicht? Das ist, wie ich finde, eine zentrale Frage, die dann auch später nochmal wichtig wird. Also, was dafür spricht, ist halt, dass sie anscheinend genau wissen, wer wem wann was geschrieben hat und wo sich die Personen zu der Zeit befanden. Also man geht davon aus, dass die vermisste RR zuletzt irgendwie eine WhatsApp-Nachricht aus dem Badezimmer heraus geschrieben haben soll. Und das ist halt spannend, weil woher soll man das denn herausfinden? Wie soll man das herausfinden? Und es gab bei diesem Bericht der Bild-Zeitung, den Link findet ihr in der Infobox, da stand eben drin, dass sich eine zweite SIM-Karte besorgt wurde und dann konnte man die in dieses Gerät stecken und dann konnte man von dort aus quasi diese Daten auslesen. Und das, ja, es kann sein, dass es so ist. Da gibt es ja auch jetzt verschiedene Medienberichte und sowieso sind wir ja auch nur im Bilde über, weiß ich nicht, 10 bis 20% Erkenntnisse der Ermittlungen. Aber das ist so ein Detail, was irgendwie nicht wirklich öffentlich ist oder was quasi nicht wirklich miterzählt wird, was man sich so ein bisschen dazu denken muss oder was man ja herausfindet, indem man so ein bisschen nachdenkt. Ich meine, allein schon, dass nach dem Smartphone nicht gesucht wurde und es gab eine offizielle Ausschreibung. Ein Suchaufruf bei Aktenzeichen XY ungelöst. Das war am 5. März, am 6. März 2019. Und da wurde auch gesagt, ne, bitte sagen, wenn jemand zum Beispiel diese Sofortbildkamera oder die Fließdecke oder der und der Pulli oder das und das Portemonnaie, wenn das gesichtet wird, dann bitte sich melden. Und da wird halt nicht gesagt, das Smartphone, ne? Das ist die vermisste RR hat wohl ein oder besitzt wohl ein iPhone 6 und das wurde dort nicht zur Suche aufgerufen. Und das ist halt so ein Ding, ja, das ist eigentlich sehr wertvoll. Ne? Also das müsste man eben auch finden. Und ich meine, gerade in Berlin, also ich will jetzt nicht sagen, dass man da irgendwie alle Nase lang irgendwelche Handys auf dem Boden rumliegen sieht, aber es ist da jetzt doch wahrscheinlicher, dass man das irgendwo in Berlin finden kann und das ist dann doch irgendwie, dass man das mal mitkriegt von wegen Handy verloren oder mal Handy gefunden in der U-Bahn oder so. Und dass man das dann eben nicht mit da reinschreibt, das deutet darauf hin, dass sie das Smartphone haben. Und das ist natürlich, also das macht den ganzen Fall noch ein bisschen mysteriöser und undurchsichtiger, finde ich, weil dann heißt es ja, dass irgendwie RR verschwunden sein muss, aber ihr Handy nicht. Und das ist auf zwei Arten interessant, denn. Und das ist auf zwei Arten bemerkenswert, denn wenn wir davon ausgehen, dass sie freiwillig verschwunden ist, also wenn sie weggelaufen wäre oder so, dann würde sie wahrscheinlich ihr Handy mitnehmen. Wenn wir davon ausgehen, dass ihr was zugestoßen ist in dem Haus des Tatverdächtigen, dann ist es wiederum seltsam, dass der Tatverdächtige alles mitgenommen hat, also die Kleidung und diese Sofortbildkamera, aber das Handy hat liegen lassen. Das ist seltsam. Und das ist so, ja, das ist so ein Ding, wo ich mir denke, was ist da nur los? Ne? Dann die zweite Frage, das geistert ja auch durch die ganzen Medien schon, wie ist das Verhalten der Familie zu deuten? Ne? Das ist wirklich, ja, also auch da habe ich so zwei Meinungen. Ich meine, also ich kenne das selbst, ich habe selbst viel Kameraarbeit hinter mir. Ich habe viele Jahre vor der Kamera gestanden, sozusagen. Jetzt nicht nur hier auf diesem Kanal, auch auf anderen Formaten und ich kenne das halt. Und gerade dann, wenn es privat wird, dann hat man eben mal so einen Hang dazu, das alles ein bisschen distanzierter zu beschreiben. Ne? Also, wenn ich jetzt vor der Kamera stehen würde, dann würde ich jetzt von meiner eigenen Mutter auch nicht von Mama reden, sondern eben von meiner Mutter. Ne? Das ist halt wie klar. Also, das wäre so meine Art und Weise, das ein bisschen distanzierter darzustellen, weil ich mir denke, ja, ne, vor der Kamera, da bist du halt jetzt nicht eben die super Privatperson, sondern du verkörperst in gewisser Form irgendwo eine Rolle vor der Kamera.
Ne, und die Rolle, das kann ja auch eine Rolle sein, die quasi diese Privatperson widerspiegelt und repräsentiert, aber es ist eben was anderes, als wenn man einfach unbeobachtet ist. Man drückt sich anders aus und so. Deswegen würde ich nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ne? Trotzdem, das Verhalten der Familie macht mich stutzig, denn erstmal gibt sie munter Interviews, die Familie. Das ist natürlich auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass die Medien enormen Druck machen, dass Journalisten das Haus belagern und immer wieder Fragen stellen, und es gab Interviewanfragen und die Familie hat sich entschieden, das zu machen. Also sie hätte auch sagen können, wie das quasi alle anderen vermissten Fälle machen: Wir machen das nicht, wir wollen keinen Kontakt zu Journalisten. Diese Familie hat sich dazu entschieden, das zu machen. Und ne, diese Aussagen in diesem Video, dass die Schwester der Vermissten ja gar nicht so wirklich betroffen wirkt, ne? Und dass sie dann auch irgendwie sowas sagt wie, ja, Pizza mit Käserand gegessen. Das ist irgendwie so ein Detail, das kennt man normalerweise, wenn man sich so vorbereitet auf so eine Schauspieleinlage, ne? Dass man das dann halt so möglichst gut ausschmücken will. Ja, das wirkt nicht wirklich sehr authentisch, aber nochmal, da kommen wir in den Bereich, das ist wirklich auch fast eine anmaßende Spekulation, dass man sagt, ja, ich hätte mich so und so verhalten. Wir wissen alle nicht, wie wir reagieren würden, wenn es so wäre. Wir können uns das nur vorstellen. Deswegen immer vorsichtig sein in diese Richtung. Und gerade das, was der Vater von sich gegeben hat, dass er sagt, gerade das, was der Vater von sich gegeben hat, dass er sagt, ja, der Tatverdächtige, der soll reden, damit die Ermittlungen endlich in die richtige Richtung laufen. Da fragt man sich ja, okay, woher weiß denn der Vater, was die richtige Richtung ist? Weiß er mehr? Und also der Familie scheint jetzt irgendwie generell teilweise wichtiger zu sein, diesen Tatverdächtigen zu schützen und sich immer noch hinter ihn zu stellen, wo doch eigentlich sehr viel gegen ihn spricht. Dazu kommen wir gleich noch. Statt eben an die Tochter zu appellieren, von wegen, ne, komm nach Hause oder was, das kommt sehr selten vor. Im Gegensatz dazu, dass immer ständig dass der Tatverdächtige geschützt wird. Und das ist halt auch ein seltsames Verhalten. Ne? Das ist aber auch, ne, auch hier muss man sagen, gerade dieses Interview, auf das ich anspiele hier von diesem Vater, das ist ja auch, also anscheinend wurde der Vater einfach ja quasi überfallen von Journalisten vor seinem eigenen Haus oder so. Und ja, dass man dann jetzt nicht jedes Wort irgendwie dreimal umdreht, und das ist halt auch verständlich in so einer angespannten Situation. Ne? Da kann man jetzt auch viel psychologisch ran, aber meines Erachtens sind diese ganzen Analysen wertlos, weil man eben keine Referenzpunkte hat. Ne? Also um klar sagen zu können, was jetzt ist, ich habe auch einen Kumpel, der hat gesagt, ne, so mimikresonanzmäßig, ne, deutet das darauf hin, so wie der Vater sich gebärdet, deutet das darauf hin, ne, so gewisse Gesten und Mimiken deuten darauf hin, dass er Verachtung ausdrücken möchte, vielleicht sich selbst gegenüber, weil er dann doch irgendwie mehr weiß, als er irgendwie allen erzählt oder so. Das ist aber auch nur hochspekulativ und vor allen Dingen, so viel ich über Psychologie gelernt habe, wenn du keine Referenzpunkte hast, das heißt, wenn du nicht mit dem Menschen mal eine Woche lang zusammengelebt hast, dann kannst du eigentlich aus einer einzelnen Mimik jetzt nicht viel rauslesen. Und dagegen spricht natürlich, dass es dann schon so Standardemotionen gibt. Ich meine, du musst nicht mit jemandem eine Woche zusammenleben, oder ne, du musst nicht mit dem eine Woche zusammenleben, um zu sagen, ob der traurig oder fröhlich wirkt oder so. Ne? Das kann man dem auch schon ansehen. Und naja, es ist also spannend. Und das ist wohl auch das, was den Fall so unglaublich ja interessant macht, ja, dass das alles ein bisschen seltsam wirkt. Ne? Und auch noch so ein Fakt, der Tatverdächtige, der hat ja nach eigenen Angaben mit Drogen zu tun, was auch schon mal seltsam ist, wenn er Vater einer Tochter ist, ne, und dass die Familie dann dennoch so hinter ihm steht, ne, und dass sie sich dann nicht distanziert und